Merci, Herr Präsident. Et war schwer Corona jo für viel Leid, dass es sich nach mach, an dem so mehr wichtig als es, dass Politik, die Regierung, den Herr Staatsminister, der leider noch nicht hier ist, seine Verantwortung überhöht, für erstens mal Zukunftsperspektiven abzuweisen, für Planungssicherheit zu sorgen, für leider für die Betriebe, für Lösungen, Wege abzuweisen, für Probleme umzupacken und um darauf für Ängste zu hören. Und ich muss wirklich sagen, und das bestätigt sich so leider, man den Premier DAX vermisst, just nicht physisch, wir hocken vermissen wir dann noch physisch, wir haben sich politisch DAX vermisst. Weil sich hätte man Tritt zur laufenden Nation schon gern am Sommer gehabt. Das wollte der Premier doch nicht. Und umso mehr ich wären dann über unsere Erwartungen und Tritt von gestern. Da muss ich sagen, sie war lang, ja. Was tun wir hier? Muss ich jetzt mal eine Bestandsabnahme hören, muss eine Wiederholung vom Koalitionsprogramm hören. Wir haben auch einzelne Mesuren hören. Das geht nicht so. Und ich werde dann nur noch auf die einzelnen Mesuren noch zu schwätzen kommen. Also kann ich schon so, sie wäre ein bisschen besser als die Jahre für drin, weil da wären keine Mesuren dran. Die Lade lang nicht extrem hoch. Aber ich muss aber sagen, wir haben noch immer keine konkrete Strategie gesehen, kein Konzept für einen Neuanfang. Und dadurch sind schon alle großen Bereiche vom Logement über die Umwelt bis hin zu den Finanzen. Und sich wie immer die Zukunft von unserem Land, von den Betrieben, von den Leuten nachhaltig können gestalten. Und genau das Nachhaltigkeit als wichtig an der Politik, und das nicht der Carpe Diem. Der Premier hat auch drei Ziele gestern genannt. Ein erstes Ziel, Lützeburg stärken. Da muss ich sagen, okay, das ist ein guter Viersatz. Wir für eine richtige Stärkung, als das, was gestern geliefert ging, war vielleicht just ein Amüsbusch, mein nicht. Zwei Ziel war Chancen nutzen. Auch da so nicht, ja. Wir müssen als Chancen nutzen, aber wir müssen sie für das erste Mal herausspielen. Und auch da habe ich noch nicht gesehen, wie das soll funktionieren. Und drittens, ja, die Leute brauchen Perspektiven. Wir wollen etwas, das redet nicht wahr, da wäre ein Abweises von Perspektiven. Herr Präsident, die Damen und Herren, für uns als CSV ist die Richtung klar. Es muss die Richtung von der Nachhaltigkeit sein. Eine nachhaltige Nation ist es für einen nachhaltigen Alltag für die Leute. Eine Nachhaltigkeit, da wissen vielleicht könnte es der Forstwirtschaft, die sich nicht mehr beim aus dem Busch rausholen, wie der Busch packt. Nachhaltigkeit hat drei Säulen. In ökologisch Gleichgewicht brauchen wir auf der einen Seite, wir wollen sicher auch, und das gleichberechtigt, wirtschaftliche Sicherheit und die soziale Gerechtigkeit auf den zwei anderen Seiten. Und immer steht es sich an der Mitte, der Mensch am Mittelpunkt. Nachhaltigkeit umfasst also ganz viele Politikbereiche. Am Mai, wie das, was Herr Gramenia der Mai gesagt hat, verliehen, und Nachhaltigkeit ist sich just auf das Klima und auf die Umwelt bezogen. Und sogar am Koalitionsakkord, da sind wir ja gestern gewöhnt, geht es direkt in dem festgehalten, sogar am Koalitionsakkord steht an den Zielen ambitieux, équitable et durable. Da muss ich sagen, immerhin steht es dran, aber bislang habe ich noch nicht ganz viel Inhalt davon gesehen. Weil wir für Oberlänger sanitärer Krise noch immer sind, aber weil wir mit der Gesundheit der wichtigste Faktor von unserem Leben ist schon, will ich auch mit der Gesundheitslage von unserer Nation aufhängen. Aber leider, Herr Präsident, ist der Virus nach immer omnipräsent und in diesem Gang sich richtig fatzig zu verbreiten. Nach 70 hatten wir mehr wie 800 Neuinfektionen. Das ist ein Zunahme von 47% an einer Woche. Aber leider auch 6 zusätzlich Todesfälle. Zölle gehen also rup, wie aber alle Länder, auf viele Plätze gedrimmt verschärft. Und das geht auch durch klug kommuniziert. Was Madame Lehner zut, als, das habe ich in der Presse gelesen, der Teil wäre sich den erwartenden Szenario. Wir müssen den Loh analysieren und dann die Strategie umsetzen, die sich am Sommer hat. Wir wissen aber nicht viel mehr von der Strategie.
an das Unklarheit, eine Ungewissheit, Fehler für Planungssicherheit, das ist sich Gift für eine Ökonomie, das Gift für uns alle gehört. Und das ist leider Gottes rote Föden, die sich durch die Politik von dieser Regierung zieht. Für uns ist es klar, wir können keinen weiteren Lockdown gebrauchen, wir wollen keinen weiteren Lockdown, das muss man unbedingt verhindern. Man muss gucken, dass die Leute an die Ökonomie des Krise überstehen. Aber genau dafür muss man sich also nur Gedanken machen. Wie können wir das verhindern? Wir haben ein Covid-Gesetz, wo sich mit allen Unzulänglichkeiten, die dran sind, wird im Prinzip gültig ist bis den 31. Dezember. Madame Minister, so zu meinen, dass die Indikatoren am Moment noch nicht geben, darauf hinweisen, dass die Law etwas misst machen. Auf den Indikatoren hat sie da abgezählt, die Hospitalisationen, die Okkupation von den Betten, die Urgenzen. Am Moment schienen also bei all diesen Indikatoren die Lust noch auf den Kring zu stellen. Ich weiß aber nicht, wie ich die Lust und nach welchen Kriterien die Lust auf Orange oder sogar auf Rot springt. Aber genau das müssen wir aber wissen, da wären wir nicht mehr am Unkloren. Es können den, auf der anderen Seite auch frohen, können wir nicht Situationen, wie sie zu Paris sind, wo die Kaffeeren müssen zugemäht gehen, wo Existenzen auf das Spiel gesetzt gehen, könnte man das nicht verhindern, indem wir frei genug reagieren. Dass wir erstens mal all die Inkohärenzen und Unklarheiten, die am Gesetz sind, wo sich raushören. Der Claude und Jean-Marie haben an alle Räte darauf hingewiesen. Wir sind morgen gewöhnt gehen, es gibt etwas rausgeholt gehen, es gibt unter anderem neue Definitionen gemäht gehen. Ich weiß aber noch nicht, wie die Definitionen ausgesehen. Das zu begrüßen, das soll dadurch noch geschafft gehen. Ich will aber noch auf 4 Punkte angehen. Erstens, der Virus, der möchte definitiv keinen Unterschied, ob ihn organisiert oder nicht organisiert zusammensteht. Ich weiß nicht, ob das an diesem Gesetz soll geändert gehen. Ich soll nicht, ob das Mist geändert gehen. Weil wir sind der Meinung, dass wir Leute draußen bei einem stehen, ohne Aufstand, man dann misst eine Maskenpflicht gehen. Wir können also sogar eine allgemeine Maskenpflicht draußen vorstellen, so wie es dort auch an anderen Städten der Fall ist. Natürlich mit Ausnahmen wie Sport und so weiter. Mit Regeln wäre im Prinzip, was kein Aufstand da ist, aber nicht gibt eine Maske. Das muss an den Kopf von den Leuten rangehen. Ob Beispiele von der Schule, was da geregelt ist, da werde ich noch angehen später. Zweitens, noch einmal, wir brauchen wirklich die detaillierte Analyse von den Infektionsketten. Wir haben Statistiken, ich weiß nicht, wie detailliert das ist. Aber recht, wenn wir das richtig haben, richtig ausgewertet haben, können wir uns so, wir müssen da oder da aufpacken. Dann will ich aber noch drittens eine Bemerkung zum Tracing machen. Die funktioniert laut der Regierung im Prinzip perfekt. Aber wir haben ein bisschen eine andere Definition von dem, was perfekt ist. Ich gebe ein Beispiel. Ein Bekannter wird dieser Tag mit einer Person essen. Die Person ist positiv getestet gehen. Gott sei Dank hat die Person selber den Tracing gemacht. Weil die Bekannten also recht 5 Tage von der Covid-Taskforce angerufen gehen oder vom Tracing angerufen gehen. Das kann nicht sein. 5 Tage in potenziell Positiven. Das ist sich nicht perfekt, das ist schon bald dramatisch. Und dafür stelle sich wirklich froh, weil den Tracing als nächsten Tester, aber den Tester begrüßen wir, dass nur die Schnelltester kommen, stellen wir uns froh, wo die Tester gemäht gehen, gibt wirklich Plätze, wo die Leute anders schlank sind, sie sind krank, sie stehen da draußen, dann müssen sie werden, um in den Labor zu kommen. Und dann auf derselben Plätze, wo in den Large-Scale-Testing kann machen, da stehen so viele Leute, die im Prinzip den Test zu machen, mit Schick kein Schlang dafür zu werden. Also da muss man eine bessere Koordinierung kriegen. Mit dem Trassage als nächsten Tester ist ein kruziales Element für das Krise an den Griff zu kriegen, solange wir keine Wachse haben. Und dafür hätte ich wirklich gerne klar und ehrlich antworten. Wie gut funktioniert ein Tracing? Wie sehr funktioniert ein Tracing? Weil ich muss sehr funktionieren, für das funktioniert. Und sind wir gut abgestellt beim Tracing oder sind wir echt für Bayern an wieder? Und an dem Kontext, und da komme ich auf meinen 4. Punkt, stelle ich noch einmal froh von der Tracing-App. Geht das etwas Neues? Herr Präsident, die Damen und die Herren, dabei ist das Gesundheitssystem aus sich. Und direkt vorab, weil Corona-App es gewiesen hat, dann ist es wirklich, dass Politik
Prioritäten muss anders setzen und Gesundheit als eine von den Hauptprioritäten, die wir als alle gehen müssen setzen. Wir brauchen ein dynamisches und auch ein nachhaltiges Gesundheitsnetzwerk, das rund um den Patienten aufgebaut ist, mit dem Ziel, wie wirklich jeden Verrängen, ein flächendeckend medizinisch und pflegerische Versorgung zu garantieren. Wirklich egal, wo er wohnt und egal, wie viel er denn verdient. Ein nachhaltiges Gesundheitsplan. Und nicht nur ein Spitalsplan, und das, wie gesagt, mit Menschen, mit Patienten am Mittelpunkt. Corona-Krise, und da war ich schon am Juli drüber gegangen, hat auch eine ganze Party an der Schwerstellen abgewiesen. Und ich werde hier nehmen, fünf nach einer Kehr abzählen. Das erste ist, die medizinische Versorgung von allen Kranken, die muss auch während der Pandemie garantiert werden. Das Problem ist, wie gesagt, dass wir alles auf Kliniken zentriert tun, du gibt der Patient, geht vielleicht nicht gerne, du hast Angst, oder ihr gibt irgendwann ein Kanimi aufgeholt. Das kann nicht sein. Die Langzeitfolgen von die sind nicht aufzuschätzen. Aber wir brauchen hier eine klare andere Organisation. Und auch das muss auch nachhaltig geplant werden. Claude Wiesler hat in dem Sinn ein Debatt Orientation aufgefragt. Das war schon lange vor Corona. Wir haben ein bisschen umgehen, dann auf Corona aufgepasst. Aber wir hätten den Debatt Orientation gerne nach führende Budgets reden, ein bisschen wie lang führende Budgets reden, wirklich soll die Platz kriegen, die verdient, weil die Gesundheit ist das Wichtigste nach einem Kehr. Und es soll nicht so behandelt gehen, wie das letzte Jahr als Interpellation zum Klima, die just bei Budgetsdebatten dabei geklagt ging. Zweiter Punkt. Berufe am Krankheits- und am Pflegesektor, sie müssen mehr attraktiv gehen. Der Marc Spautz hat hier eine Öde Aktualität aufgefordert, es wäre auch eine Petition hier im Saal. Als Konklusion wird festgehalten, dass wir am Herbst die Hearingen an der Chambre organisieren. Wir sind noch Herbst. Ich will noch nicht hören von den Hearingen. Du meinst einen Appell an den Präsidenten von der Gesundheitskommission. Wir hätten auch die Hearingen gerne los. Drittens, es ist erwiesen, dass der erste Krankheitsverlauf von Covid-19 bei aktiven, bei fitten Leuten an der Regel manchmal schwer verläuft. Und auch das muss ein bisschen den Weckruf hier reißen, auch für die Bewegung zu fördern. Ich denke, der Georges Michaud und Nenz, sie wackeln mal im Kopf, sie sind mit der kompletten Anverstand. Eben allgemein will ich sagen, an unserer Gesundheit müssen wir Gesundheitsprävention wesentlich besser fördern. Und hier haben wir noch ganz viel Sput noch öffnen. Und auch da muss die Regierung allein handeln. Die Regierung darf sich hier nicht mehr von Covid lenken lassen. Wir müssen hier abhaken. Und ich sage euch ein Beispiel von einem ganz wichtigen Präventionsprogramm. Mammographie. Also an Ehren an wirklich überhaupt akzeptabel, dass wenn ihr ein Rendezvous kriegt oder nicht kriegt, ihr kennt, dass ihr muss 4-5 Monate werden, für ein Rendezvous zu kriegen. Das ist nicht akzeptabel. Und das ist ein extrem wichtiges Präventionsprogramm. Und hier haben wir noch riesige Hunden, an die müssen angepackt gehen, auch am Sinn von der Nachhaltigkeit und so auch am Sinn von der Chancengerechtigkeit. Weil in den sich darum kalischen, die geht an das Ausland. Einen, die sich nicht kalischen, die muss 5 Monate werden. Das kann nicht sein. Feiert uns dann. Und das wiederholen ist nur schon für die dickste Karriere. Ja. Ich habe einfach mittlerweile Unterstützung von den jungen Sozialisten gekriegt. Doch wir sind nicht nur ganz optimistisch, dass es das vielleicht 4 Uhr geht. Das ist nämlich als Nomenklatur. Die muss angepasst gehen. Das heißt, eine Never-Ending-Story. Ich hänge mir noch immer an den 50er Jahren drin. Ich gebe ein Beispiel nach einem vom Remboursement von den Psychotherapeuten. Dabei ist eben gerade die mentale Gesundheit. Und ich meine, wir wissen, dass alle Gehörheiben sind. Das ist extrem wichtig. Und auch in Corona-Zeiten sind da viel an ihre Limite gestoßen. 2015 haben wir das Gesetz gestimmt. 2015. 5 Jahre nach Wort hat nach kein E-Patient seine Psychotherapie von der CNS remboursiert gekriegt. Auch in meinem Heim muss ich sagen, Chancengerechtigkeit als Fehlanzeige. Weil ein, der sich kann leisten, bezielt, ein, der sich nicht kann leisten, muss vielleicht, ob trotzdem ganz wichtig zu machen, verzichten. Auch das geht nicht, das ist nicht akzeptabel. Und da sagen sie, ich ganz einfach, wenn das System nicht funktioniert, da brauchen wir noch nicht lange Tüten zu machen, weil das schinkt manifestement falsch zu sein bei der CNS, bei der Nomenklatur. Mit da muss das System verbessert gehen, da muss es umgeändert gehen und das muss auch logisch gehen. Aber wenn ich beim Gesundheitssystem bin, da gehe ich doch den ganzen Pflegebereich dabei.
Da gehört an diesen Zeiten von Corona auch der Schutz von den vulnerablen Personen dabei. Und das ist mein fünfter letzter Punkt zum Gesundheitsteil. Ich hatte das auch schon am Juli gefragt. Ich hatte am Juli gefragt, dass man sich eine Strategie, oder dass die Regierung eine Strategie ausschaffen muss. Vom Material über die Richtlinien, eventuell eine App, gibt vieles am Ausland, über andere Öffnungszeiten für die vulnerablen Leute, also weiter, Tester, für eben konkret die vulnerablen Leute zu schützen. Weil man muss, solange wir kein Wachsen haben, mit diesem Virus leben. Und man muss wirklich mit allen Mitteln verhindern, dass das, was am Anfang von der Krise geschieht, weil dass die Leute nämlich aus sich fortgesperrt sind, dass das nach einem Jahr geschieht. Hier muss sich die Regierung Verantwortung holen und nicht einfach um den Träger führen gehen, weil am Moment das ist es ein bisschen so, die schwarze Peter leidet beim Träger oder bei den Strukturen. Das muss nicht vom Minister klar organisieren. Und natürlich gestern habe ich nur gefragt, dass das Personal, was du schafft, dass das schön regelmäßig an regelmäßigen Aufstand getestet wird. Das wäre extrem wichtig. Das haben wir schon am Anfang vom Etat der Krise gefragt. Weil man muss ja da die Leute, die positiv wären, an die ja Kontakt mit den vulnerablen Leuten, so sehr wie möglich aufziehen. Das muss den Träger selber organisieren. Den einen möchte das so, den anderen möchte das anders tun. Marc Spauzer nicht mehr hatten eine Question parlamentär zugestellt, muss bis jetzt leider noch keine Antwort kriegt. Ich hoffe, dass man dann die Antwort hockt kriegt, weil das wäre extrem wichtig. Und dann noch etwas, Herr Präsident. An einer parlamentarischen Aufruf zu Deelquarantänen an den Schulen hätte ich gefragt, ob der Deelquarantänen auch sonst möglich wäre. Ob also auch andere Leute, ob schon dass sie Quarantäne wären, könnten oder müssten, schaffen können. Und ich kriege eine Antwort. Das ist nicht immer der Fall, aber ich kriege eine Antwort. So Autorisationen dürfen bis jetzt nicht ausgestellt für andere Berufe. Über die Direktion von der Santé hat über eine Prozedur 4 gesehen, an dem Sinn für die Gesundheitsberufe, an den Spitäler und an der Maison de Soins, falls es zu Engpässe beim Personal kommen. Es wäre durchaus möglich, dann Personal an der Quarantäne schaffen zu lassen. Natürlich unter ganz konkreten Auflagen. So, könnt ihr uns, wenn ich schrift, erklären, wie die Prozedur konkret aussieht? Ich verstehe nämlich nicht, oder ich bin mir nicht sicher, ob das medizinisch tragbar ist. Ein, der potenziell Corona-positiv ist, den explizit bei vulnerablen Leuten eventuell schaffen zu lassen. Die Logik verstehe ich hier nicht. Wie gesagt, es fehlt die globale Strategie, die wir am Juli gefragt haben. Und hier muss der Minister sich Verantwortung holen. Und dafür fördern wir einen Aktionsplan für uns, eher als vulnerable Leute zu schützen, ohne dass sie nachher müssen angesperrt gehen. An dem Sinn deposieren wir eine Motion. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich komme aber dann zu einem weiteren und sicher einem ganz wesentlichen Teil von der nachhaltigen Politik, nämlich der Staatsfinanzen. Aber wenn es so ein wesentlicher Teil ist, wird Gilles Roth sich mehr nach einem im Detail damit beschäftigen. Muss nicht direkt, da kannst du mehr. Im Detail mit den Finanzen beschäftigen. Weil ohne nachhaltige Finanzen ist definitiv keine wirtschaftliche Sicherheit, keine soziale Gerechtigkeit und auch kein ökologisches Gleichgewicht möglich. Und ich behaupte hier mal, dass der Finanzminister de Meuen die Staatsfinanzen ziemlich schön geschwärzt hat. Weil Fakt ist, an absoluten Zöllen hat die Staatsschuld sogar auch während der Zeit vor Corona zugehalten. Das ist also kein Corona-Effekt, sondern das ist ein Carpe Diem-Effekt. Die Zeit ist nicht genutzt. Und das tun wir nachher bei allen Teilen der Nationen, bei allen Budgets gesucht, für in Apple für den Dusch, ob Zeit zu lehnen am Gegenteil. Die Damen und Herren, dass wir das Jahr ein Defizit tun, das ist okay. Ich meine, das versteht nicht für jeden. Aber die wesentlich Frage für das Land, die können wir nicht beantworten. Wie kriegen wir das Staatsbudget irgendwann enker an den Griff? Wie kriegen wir die Ökonomie an die Rollen, für das im Prinzip genug Finanzen da sind? Und was hat das für Inzidenzen? Wie viel können wir überhaupt nach Leine gehen? Auf Dauer riskieren wir, das Politik nicht zu packen. Und dafür bräuchte man unbedingt ein Pluriannuell, und das ist mein nächster Punkt bei den Finanzen, wo ich darauf angehen will, die wirklich etwas dert. Und nicht ein Pluriannuell,
den sech wie die Finanzminister selber de moie sot bësse just eng technisch sehr ass. Man brächt e pluriannuell, de die geplante Politik chiffréiert an den opweist, wéi je noch de jährlichen Defizit löser löst, könnt eurofern. Mein zweiter Punkt. Wir sind als CSV davon nach überzeugt, dass an diesen Zeiten müssen die Investitionen heischgehalten gehen. Eventuell auch eine Prioritisierung, wenn es notwendig ist. Weil man muss die Wirtschaft um Laufen halten, aber man darf auf keinen Fall Austerität mehr. Dritter Punkt. Die Covid-19-Pandemie hat ein massives Angreifen vom Staat notwendig gemacht. Das haben wir als CSV an den meisten Plätzen unterstützt. Wir müssen aber gleichzeitig, und das haben wir genauso hart, die Regierung hat in guten Zeiten ihre Verantwortung nicht überholt und hat es verpasst, wie gesagt, in Neapel für den Dusch auf die Zeit zu legen. Die Regierung hat just schon wieder Politik gemacht, als ich damals da kurzfristig die schönen Menschen gemacht habe. Ist das verantwortungsvoll? Nein, das ist es, kann ich immer noch das immer nach Bell Allios wiederholen. Und genau das soll die Regierung über Moldajuren an die kommenden Generationen erklären, weil irgendwann einmal muss die Schuld zurückbezahlt gehen. Und gleichzeitig ist genau das Jugend Eva von der Jugendarbeitslosigkeit bedroht, der Logementskrise und vielleicht auch noch von einer Sozialkrise. Viertens. Für uns könntet nicht erfroren, dass Leute durch Steuerhossen, die blau-rot-grün-zopp, müssen auslöffeln, die ihnen die Regierung angebracht hat, weil sie keine Reserven für eine antizyklische Politik gemacht hat. So ist der normale Bürger, der bezieht schon genug Steuern. Mit einem progressiven Steuersystem mit 45% maximalem Steuersatz, mit 3% Solidaritätssteuer, das sind 41%, die bezahlen genug Steuern. Wir müssen sich nicht verrennen, dass sie das noch bezahlen. Und dafür haben wir auch gesagt, das ist mein fünfter Punkt, man muss die Steuerschlupflöcher stoppen. Und das ist nicht neu, das tun wir nicht logisch gesagt an der Krise. Da tun wir schon, für 2 Jahre hat man schon eine Motion deposiert, Gilles Roth und der Laurent Moser haben den Lohnrenker deposiert, für eben auf Fissen zu reagieren, für Stock Options aufzuschärfen, als von der Majorität refusiert gehen, bei Göster konnte man nur per Sachen erklärt. Die Fissen sollen die direkt an die indirekte Revenue eben auf 20% besteuert gehen. Für uns ist das aber noch keine Steuergerechtigkeit, weil Eloye als Eloye auf die Wette sollen die unterschiedlich besteuert gehen. Dann Stock Options, sie gehen aufgeschärft. Das ist schon mal gut, der hat also auch gehört, eine neue Motion mit unterstützen. Als Schwingen aber auch, dass ein anderer Schlupflöcher abgemäht gehen, aber werden die sicherlich am Detail angucken. Sechstens, aber für uns sicher ist, wir fanden, dass wir Familien und Eltern, die verantwortlich vis-à-vis von ihren Kindern agieren und die spüren, ohne alles auszugehen, die also keine Carpe Diem Politik machen, dass man das Leid nicht dafür bestrafen darf, wie sie mal klar gehen, eine Erbschaftssteuer an der Stelle. Dann siebentens, als Betriebssteuern. Heißt Nachhaltigkeit, ob Nachhaltigkeit abpassen. Heißt CSV klar gehen, eine Erbschaftssteuer an direkter Linie. Aber Herr Premier, ich komme nur noch bei Betriebssteuern. Er heißt Nachhaltigkeit. Ich will ganz kurz, Herr Präsident, schon ein kleinen Punkt für die DP und dann denke ich, dass Sie da ruhig sind mit Ihren Bemerkungen. So, dann einfach zu den Betriebssteuern und auch die gehören zur Nachhaltigkeit, aber bei denen leihen wir im Moment schon relativ heiß, viel mehr heiß wie an der OECD-Moyenne und auch an der EU. Und dafür auch da können wir nicht zusätzlich Steuern an die Luft setzen, weil das sicher ist, aber wichtig ist, wir brauchen eine Stabilität und dafür bräuchten wir Klarheit. Wir bräuchten Klarheit, was könnt bei der Steuerreform. Wo bleibt die große, angekündigte Steuerreform? Kein verleiert, Agitverein gewinnt. Wie das gesagt wird, das hätten wir schon als Zweifel. Nee. Bei den Vizepremieren, Herr Kersch, sitzt du schon Zeitung gelesen vom 24. September. Du sollst hin, dass spätestens 2023 am Wahlkampf sich alle Parteien müssten zu steuerfroh positionieren. Da frage ich mich, heißt das, dass die vermeintliche kopernikanische Steuerreform
gönnit mi könnt. Dat wäre ein ziemlich stärkt Stück. Den Finanzminister hat Einzelklangmesuren vorgesehen. Er war hat auch nicht gesagt, wie nicht der Rest von der Steuerreform käme. Wie gesagt, mehr hätte gerne Klarheit, wie nicht könnt, der Gesamtpackage von der Steuerreform könnte überhaupt nach dieser Legislaturperiode, was es nächste nicht könnte, dann bezweifle nicht, dass es überhaupt noch könnte. Mein nächster Punkt, das ist nicht akzeptabel, und das ist das Gespielt mit den Steuersuchen, was die Regierung übergemäht hat. Hunderte Millionen sind an den Sand gesetzt. Hunderte Millionen, mit denen Suchen hätte man ganz viel könnte für die Betriebe und auch für die Leute machen. Ich mache nur einen kleinen Appell. Planetary Resources, 12 Millionen. Join, rund 100 Millionen. Militärsatellit, rund 130 Millionen Medaillen. Aber was sonst noch alles auf Tapet könnt, das steht in den Sternen, das weiß ich nicht alles. Aber das tun geht nicht. Zinktens, Stichwort Sozialselektivität, das ist inexistent bei dieser Regierung. Herr Präsident, die Damen und Herren, der Gesicht der Sache Finanzpolitik als Staatsfinanzen ist vieles nicht nachhaltig und dafür wird der Gilles Roth, das Möhren am Detail nach einem Jahr behandeln. Dann, Herr Präsident, will ich über weiteren zentralen Bereich vom Nachhaltigkeitsdreieck zu schwätzen kommen, nämlich über ein stabil, sicher und eben auch nachhaltig wissend Wirtschaft, Ökonomie. Und Wirtschaft als kein Selbstzweck, sie dient ja den Leuten, sie helfen aber auch, als nötig die Finanzen herabbringen, für unter anderem auch als Sozialsystem zu finanzieren. Aber wenn wir die Wirtschaftskrise nicht sehr in den Griff kriegen, dann kommen wir definitiv alle an eine Krise, und wir riskieren an eine richtig große Sozialkrise zu kriegen, zu rutschen, mit vielen Verhalten an hohem Schuhmarsch. Und ich sage das nicht für Angst zu machen, mir ist es so nicht für, dass man die Sozialkrise muss verhindern, dass man alles muss machen, für sie eben zu verhindern. Und Fakten sind eben, dass die Lehre von unserer Wirtschaft sich durchführt ist. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, sind unsere Banken resilient und nur bis Lotstand riecht gehalten. Wie leider gesagt, in anderen Sektoren nicht so gut aus. Auf verschiedenen Sektoren ist die Krise richtig dramatisch. Den Einzelhandel zum Beispiel. Und ich erinnere just noch einmal heute drin, wie wir auch beim Lockdown gesagt haben, wir müssen den Einzelhandel selbst behandeln wie die Grande Surface. Wenn das gemäht gewährt, dann wäre die Situation vielleicht nicht gerade so dramatisch. Tresbranche, Moresca, Nevinemontiel, an all das, was man dann drin hängt, mit Depositären, mit Treteuren, mit Fotografen und so weiter, das Betriebe packen es nicht mehr lang. Mit verschiedenen Sozialplänen, die mit vielen ganz schwierigen Schicksalen verbunden sind, die verdeutlichen sich, wie dramatisch die Situation ist. Und ich zählen hier just Achseler ab. Die freie Arbeit, die trotzdem für den Wohlstand von unserem Land gesorgt hat. Ich denke nun Glücksherr, ein von unseren großen Labels vom Land. Ich denke nur St. Paul, ein Editor vom Lützebäuer Wort, die ältesten Zeitung vom Land. Und das sind es just die Großen, da gibt es aber ganz viel der Klänge, wo man die Identität nicht kennen. Und die an Obmannsdrängen schwierigen Situationen sind. Der Romain Schmidt, der Generalsekretär von der Handwerkerföderation, sagt, Leschko BRTL, das war mein schlechtes Wort, das, was sich heute angedeutet hat, wird sich Ende des Jahres konfirmieren, da geben da viel den Notstopp zählen. Dafür, Herr Präsident, wir müssen unseren Betrieben helfen. Der Premier hat gestern ein paar die Mesuren vorgestellt, den Detail war noch nicht dran, da werden wir danach. Was Betriebe auf jeden Fall brauchen, Betriebe brauchen Planungssicherheit. Wir hatten noch ein paar die Visiten, wir waren noch nicht auf 50 Plätze gerissen, wir hatten ein paar die Visiten gemäht. Und da haben wir immer gesagt, kriegt, dass ihnen Planungssicherheit fehlt. Und das ist Gift für unsere Ökonomie. Aber für uns ist es evident, dass erstens die Sektoren, die noch stärker betroffen sind von der Krise, die aber durchaus nur der Krise können überleben und die auch für drin finanziell gut durchstehen, dass man denen spezifische Sektoren auch noch nur am 31. Dezember müssen helfen. Und in dem Kontext wäre es eben, wie gesagt, wichtig, auch wie lange die beihelfen, wo sich noch ausbezahlt, wie lange sie verlängert und in welchen Konditionen. Wir müssen zweitens den Betrieben helfen und auch den Leuten helfen, sich neu zu orientieren, eine gezielte Beratung, Weiterbildung. Drittens, der Chômage partiell, der wird verlängert. Das ist gut, dass du nur gelöst wirst, du musst ein paar die Frohen und auf die Frohen wird sicherlich mehr in den Markt spauzen.
Viertens bei der Steuerreform. Und du fanden ich, du musst ihn auch heute Betriebe in die richtige Richtung steuern, gideieren. Müsste man sich am Sinn von der Nachhaltigkeit von unserer Wirtschaft steuerliche Mesuren vorgesehen für Betriebsinvestitionen und Digitalisation und Kompetenzen und Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu fördern. Ich hatte schon gesagt, Herr Präsident, dass es wichtig ist, dass man die Investitionen hinschalten. Und da komme ich bei meinem fünften Punkt, das muss man nämlich auch auf Gemengeniveau hinkriegen. Weil in den Gemengen hängen noch ganz viele Existenzen. Und sie darf das Regierung nicht am Reden stehen lassen. Und ich kann nicht just sagen, die Gemengen kriegen ja meine Einnahmen aufgrund von Corona. Ich kann nicht sagen, die Finanzen sind nicht überall gut an den Gemengen. Sie sind nicht alle gut, solid Reserven. Gerade die kleinen Gemengen am ländlichen Raum, die eben schon bei der Gemengenfinanzreform gebeidelt sind. Und es kann sich nicht sein, dass die Innenminister, und ich meine, der Premier hat das gestern so ziemlich selbst gesagt, die Innenminister im Radio sinngemäß gesagt, dass das alles nicht so schlimm ist. Das kann nicht sein, die Gemengen, die definitiv in einer schwierigen finanziellen Situation sind, die eben auch sollen die Investitionen herstellen, die sind an einer schwierigen Situation und die brauchen Unterstützung. So läuft der Bilanz von der Gemengenfinanzreform gemäht. Ich hoffe, dann hat die Bilanz ganz sicher gemäht. Und ich hoffe auch, dass dann ganz sicher die notwendigen Anpassungen gemäht gehen. Dann komme ich bei meinem sechsten Punkt. Denke bei den Investitionen. Investitionen herstellen, ja. Und es geht auch ohne, dass der Staat überhaupt so kostet. Nämlich an dem, dass er guckt, dass die Privatinvestitionen, die geplant sind, dass die könnten sehr gemäht gehen, dass die vielleicht könnten mehr sehr gemäht gehen, für geplant zu gehen. Und dafür müssen wir als Prozeduren mal endlich entmischen. Mal gestern habe ich geschwärt, ich meine, der Präsident hat gesagt, dass der Rapport Friese, also 24 Jahre, über die administrative Vereinfachung gegangen ist. Aber ich denke, da wäre es unter Zeit, diesen Rapport aus dem Tierrang zu holen, aber wirklich mal denken, hey, nehmen wir die Cap zu machen und die Prozeduren zu entmischen. Und dafür wünsche ich auch noch einmal dem Claude Friese wirklich eine gute Pension. Und das selbe ist natürlich auch für den Marco Schang, für den Gastgeberien. Da komme ich bei meinem siebten Punkt. Die Industriepolitik, die durch den Dossier Fage in letzter Zeit viel am Gespräch war. Und ich sage, auch als Industrie muss ein Teil von einer nachhaltiger und zukunftsorientierter Wirtschaftspolitik sein. Und dafür muss Luxemburg auch in der Industrie und auch ein Stahlstandort bleiben. Was die Fage angeht, so ist es klar, dass dieses Dossier als Image nicht allzu viel geholfen hat am Ausland. Und dadurch ist ganz allein die Regierung schuld. Sie hat dadurch, dass sie einer Firma, die nicht Rifkin-konform ist, die massiv Ressourcen verbraucht, die nicht viel Steuern hätte bringt, das so zu selber, hat sie den roten Teppich ausgerollt und in den Interim verkauft. Ich verstehe dort Kohärenz nicht. Dem Weltminister sagt, im Prinzip direkt oder indirekt, das ist mir auch egal, dass sie nicht für das Projekt wäre, mit dass das eben nur so wäre. Der neue Wirtschaftsminister sagt, wenn das noch nicht wäre, den Dossier Fage gibt, froh abwerfen, was wirklich zumutbar wäre. Also die Damen und die Herren, ich fand das wirklich schon erstaunlich. Die Regierung möchte, wie wenn sie nichts heimat zu tun hat, wie wenn ich den anderen hinten das eh an die Nacht gelöscht hat. Also das bei nicht zu kleben. Ich weiß nicht, ob sie nicht mehr wissen, dass sie die letzte Jahr auch, an der die letzte Legislaturperiode auch an der Regierung werden. Und dass die Umweltminister, die Loh, Umweltminister, dass die auch an der letzten Legislaturperiode Umweltminister werden. So, was könnte Loh für die Zeit zu retten? Loh könnte den Nachhaltigkeitscheck, geht Loh einmal ausgebuddelt. Und da muss ich euch aber sagen, am Mai 2013 stimmt den am Koalitionsakkord. Am August 2019, 6 Jahre danach, hat Paul Galle sein parlamentarisch froh gestellt. Aber das ihm geantwortet ging, also 6 Jahre nach dem am Koalitionsakkord stimmt, als geantwortet ging, 2019 gegen der Foren dubliert ging. Ein Jahr später als noch einmal nicht stehen. Weil da kann ich nicht mehr davon ausgehen, dass der Foren von null erfahren, wenn ich null erfahren dublieren, dann bleibt noch immer null erfahren übrig. Also das nicht geschieht und das ist sich traurig. Als CSV so machen wir sind auch, wir begrüßen das Prinzip von einem Nachhaltigkeitscheck. Aber der besteht aus 3 gleichwertigen Säulen, der Ökonomie, der Ökologie und dem sozialen Bereich. Und genau diese 3 Bereiche müssen bei der Definition von den Nachhaltigkeitskriterien, die
nicht sollen am Hannerstübchen von einem Minister ausgeschafft gehen, aber die sollen mit allen konzernierten Partnern ausgeschafft gehen. Genau das drei Kriterien müssen berücksichtigt gehen. Aber gleichzeitig so in der Woche, dass Teil darf kein zusätzlich administrativ Monster gehen, für ein Projekt nach mehr an die Lenke zu gehen. Es muss helfen, dass es mir sicher geht. Da so eine als bestehende Industrie, die muss man auch erhalten und unterstützen. Und das geht nicht mehr durch eine resolute Weiterentwicklung. Du hast den Green Deal gut. Mehr nach muss die Regierung wirklich Konkurrenzfähigkeit am Ende behalten und auch die Innovationen gezielt unterstützen. Ob all das Aspekte von unserer Ökonomie, ob als PME und besonders auch auf Finanzplatz wird, der Laurent Moser mehren nach Aragon. Mein erster Punkt an der Hai, und das, dass wir Wirtschaft seht, die seht auch erbischt. Und da steht etwas fest, was der Marc Spautz gesagt hat, dass besser, und übrigens ist es auch mir nachhaltig, für ein Erbischt zu investieren, wie an den Schomarsch. Weil gerade der Schomarsch, der Jurenschomarsch an Perspektivlosigkeit von unseren jungen Leuten, wird neben der neuen Armut das größte Problem von der Sozialkrise gehen. Und wir sind, hey, und sich um schlechte Weh, weil scheuert es schon immer reich, als auch in den guten Jahren, nur immer mehr weit aus der Neger. Und dann haben wir an der Krise mittlerweile mit einer neuen sozialen Form von Armut zu tun, die nämlich immer mehr an die Mittelschicht herrutscht. Caritas, wer auch bei uns, hat ein Beispiel gesucht von einem länger zeigenden Pop, den sich in Brüll wollte kaufen, den aber kein Sohn hat für Brüll. Die werden nie halb sicher gegangen. Die nur die Wallung ist halb sicher gegangen. Und ich sage nicht, das ist ein ganz großes Problem, das wir müssen an den Ehren behalten, das für uns extrem wichtig ist. Und dafür wird der Marc Spautz mehren, ob das ganz Problematik, die Sozialkrise, der Schomarsch, aber auch der Sozialdialog nachgehen. Dann, die Damen und die Herren, geht durch das Sozialkrise, die wir haben, oder das Sozialkrise, die wir haben, geht im Prinzip durch die Logementskrise, die wir schon lange haben, noch verstärkt. Wir haben eine total verrückte Preisexplosion. Ich meine, der Marc Lies wird das morgen noch im Detail erklären. Und der Logement ist wirklich ein von den größten Problemen. Letztes Jahr hat der Premier das Logement sich überhaupt nicht behandelt. Das Jahr hat er eine Mesure vorgestellt. Den Amortissement accéléré. Ich so eine Schüsse, die Damen und Herren, da muss man retten, das Logement nicht. Da kommen wir nicht aus der Logementskrise raus. Und auch nicht mit dem Pakt 2.0, weil Eisenern wirklich eine Mogelpackung 2.0 ist. Herr Präsident, hier ist Handeln und Verantwortung hören überfällig, weil die Situation ist dramatisch. All Jahr kommen 10.000 bis 12.000 neue Leute auf Lützeburg. Wir müssten also mindestens 7.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Wir bauen aber nicht mehr tauschend. Also lang wie dann Nachfrage, die dann extrem an die Luft geht, mehr sehr steigt wie das Angebot, wird der Preis weiter steigen. Und dafür haben wir gesagt, wir müssen ein Angebot schaffen. Wir müssen mehr bauen, wir müssen mehr sicher bauen, Prozeduren, wir müssen mehr billig bauen. Wir haben 23 Mesuren vorgestellt gehabt. Und als CSV sagen wir auch, ja, wir brauchen noch mehr Unterstützung vom Lokativ. Mehr als CSV halten wir zumindest noch darauf fest, dass noch junge Leute noch eine Chance haben, für sich eventuell in Eigenheim können zu leisten. Das soll nicht von Anfang an akzeptiert gehen, dass das just nach einer Möglichkeit als für die Pure Happy Few. Wir sind wirklich der Meinung, dass die jungen Leute das Möglichkeit sollen behalten. Und ein Moyen wäre zum Beispiel das, was der Marc Lies vorgestellt hat, der Mietkauf. Aber leider ist das Proposition, die wir gemäht haben, einfach in der Luft zerabgehen. Und dann muss ich aber sagen, und da hat die Majoritätspartei nun aber viel darüber diskutiert. Wir sagen, wir müssen natürlich mehr bauen, aber wir sollen aber gleichzeitig Spekulation probieren, an den Griff zu kriegen. Weil ich schon, zumindest gestern, schon noch den Morgen, nicht hören über den Spekulationstag. Schade war, wenn ich den Herrn Cox richtig verstanden habe, ich meine, 100,7, ich weiß es aber nicht, hat den aber für uns 2 Wochen annonciert, dass dann 2 Wochen eine Annonce kam. Das wäre also nur gestern gewesen oder hockt. Als das hier vielleicht irgendein Blockage von keine einheitliche Meinung fand, genossen. Mehr so, just etwa dringend als Position kennt der hier. Und auch, und das ist auch klar, brauchen wir politische Willen für die Perimeter zu erweitern.
Man muss natürlich Bahnen am Perimeter bauen, aber das geht nicht durch, da kommen wir ja nicht nur. Man muss mehr Heich bauen, das geht auch nicht durch, man muss noch Perimetren erweitern und noch Heich können die Mengen nicht wäre eine Ideologie, die dax an der Face steht. Aber man muss uns auch Gedanken machen, ich werde nur froh. Das ist klar. Und da sind ich bei der Wüstungsfrau. Die können wir leider auch nicht im Detail durchdiskutieren. Und ich so auch von aufgrund von der Corona-Krise vielleicht in einer Licht, ob das froh geworfen wird. So muss ewig gestalt und noch diskutiert gehen. Und das für in allem am Sinn von der Nachhaltigkeit mit den drei Seiten. Herr Präsident, wir werden uns wirklich mit Leid dabei sein, dass die Perspektiven abgewiesen gehen. Der Logement ist der Leid hier echt Priorität. Ich muss just feststellen, dass das nicht der Fall bei dieser Regierung. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich komme dann bei Ihnen von meinen Daten, nämlich die Education. Eine nachhaltige Education ist wichtig für die Nachhaltigkeit von unserer Nation. Und damit mengen ich unter anderem auch in nachhaltig lehren. Ehe ich aber auf den Teil kommen, muss ich aber leider Gottes auf die selber gemähtene Chaos an den Schulen am Kader von Corona zu schwätzen kommen. Und für uns stellt sich wirklich die kruziale Frage. Und das ist eine Frage, die all uns Senior DAX bei den Schülern stellt. Und ich stelle sie hier und dem Minister, für was hat der Minister die Schulrentree nicht anständig vorbereitet? Pardon, streng mich. Ich weiß es wirklich nicht. Aber am Juli wäre es schon ziemlich sicher, dass wir am September noch ein Virus hätten. Und ich habe dann noch ein paar Mal Lehnert gelesen in der Zeitung. Sie hat gesagt, die Situation, wo wir noch drauf wären, das wäre das Szenario, bei dem gerechnet wäre. Es gibt also keine Entschuldigung, dass nicht gemäht ging. Es wäre am Juli, oder ich habe am Juli eine Dringlichkeitsgefrorheit zu gestalten. Dringlichkeit, das nicht ungeholt gehen, weil der Ministerium hat anderem gesagt, dass es wäre noch nicht dringend. Ich gehe noch nicht darauf an, weil am Ende einer, dass nicht der Minister zu sagen, ob es dringend ist oder nicht. Aber ich will just so, wenn wirklich der Minister meint, dass am Juli eine Schulorganisation nicht dringend ist, dann soll der Minister einfach selber an Schule gehen, an Schule organisieren, weil da gibt es das merken. Er wird Terrensörbisch vielleicht höllefreisch. Es wäre nämlich absolut dringend gewesen. Und an unserem Plan, an unserem Ernst, hat du müssen den Plan A und den Plan B ausgeschafft gehen. Menge wegen eure Plan B als Stufen. Ewere konkret definierte Stufen. Und das mit den Leuten vom Terrain zu summen, da wären nämlich ganz sicher verschiedene Sachen nicht passiert. Und es wäre kein K-per-K-Rausgang, weil das ist kein Plan, das ist ein sich programmierten Chaos. Und wenn es nicht bis zum Schluss durchdurcht wäre, was das geschieht, und was das gemäht geht, mit den guten Direktionen eben Verantwortung, die konnte ja noch zusätzlich Mesuren höhlen. Auch hier so nicht, das geht nicht. Hier muss das Ministerium Verantwortung höhlen, an den nicht einfach ob in anderen drücken. Der Minister sagt, erste Stufe mit der Deal-Quarantäne. Die hat ja, Gott sei Dank, nicht lang die Straße gehalten, weil viel mehr Quatsch wird wirklich nicht gehen. Wie die Quarantäne bis abgehoben war, was war das erste, was gemäht ging, ist natürlich eine Pressekonferenz. Wahrscheinlich auch mit Livestreaming, weil das ja modern. Ich kann just so die Informationen, weil das Senior muss ja auch nach Schule lernen und Direktoren werden wahrscheinlich auch nicht alle beim Livestreaming dabei, die werden gar nicht im Terrain gekommen. Es wäre also Römerkrebs annonciert, geht ohne mit den Leuten aufzuschwätzen. So ein Beispiel. Oben schreibt die Schüler an eine WhatsApp-Gruppe, weil die Klassen ja schon alle WhatsApp-Gruppe und ich wäre positiv. Weil die probieren, in die Region zu kommen, das hat nicht geklappt. Ich fand das auch nicht schlimm, dass du heimbleiben. Dann dachte ich, du könntest den Direktor auf die Klasse, die sieht dann, weil der sieht in einer Isolationsklasse, der bleibt von 8 bis 3 Uhr hier sitzen, der hält der Maske und dann mit Stunden drin Frups tut. Weil ich meine, wir wären alle gar nicht ganz froh, wenn wir von 8 bis 3 mit der Maske da sitzen, aber das ist egal. Aber nur 3 Uhr ist egal, weil dafür unsere wir Bus mit den anderen heim. Da frage ich mich schon, wo ist die Logik, weil am Bus sind wir nur zusammen gedrüttelt wie am Klassensaal. Die erste Frage, die ich wirklich habe, die Regierung hat ja schon angesehen, dass auch Leute sich können an der Schule ausstechen. Das war ja für und das war ganz nicht gerade so. Aber wenn das Regeln so an der Schule sollen funktionieren, dann könnten die ja im Prinzip auch über Drohungen in den Betrieben, die ja Gruppe schaffen.
entweder et klappt net bei enger Platz, dann muss es auf der anderen Platz auch klappen. Oder et klappt doch nicht an der Schule, soll ich nicht aufschaffen. Ich kann nicht wundern, so wie gut ein Direktor informiert. Wenn ein Direktor so zu den Schülern, weil der kriegt am Lauf vom Tag eine Mail, ich weiß nicht, von wem er die Mail kriegt, ich weiß auch nicht, was dran steht, gibt mehrmals viel. So gut wäre also die Kommunikation beim Terrain. Remenke ein Beispiel, wie unmöglich vorbereitet das Ganze wäre. Ich kann nicht auch noch so, und den anderen Direktor gesagt hat, was der, wo ich merke, wenn ein Klasse in Quarantäne ist. Das merke ich recht, wenn ich will an die Klasse gehen, dann stehe ich unter dir und das geht Schüler wie du. Auch das ist eine Kommunikation, wie sie nicht soll funktionieren. Ich frage also heute wirklich nach ein Jahr, wie weit das ganz nicht am Juli durchgespielt ging, mit den Leuten am Terrain an dun, vom Terrain an dun, anständig präpariert und noch kommuniziert ging das. Schon über nach einer Frage, was geschieht zum Beispiel mit den Kanada Studenten aus den Isolationsklassen, die sich nicht testen lassen? Das sind ja wissen nämlich nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich hoffe, dass die Minister nicht wissen. Wie unklar die Richtlinie sind, respektive was die Konsequenz davon ist, dass der Minister keine Verantwortung überhüllt, als in den letzten Wochen noch DAX auf Social Media kommentiert ging. Da wären Beispiele vom Sportunterricht, wo die einen nur der Schwemmton nicht dürfen, und jener dürfen sie füllen, jener dürfen schwammen gehen, jener dürfen nicht schwammen gehen, die Fenster und Tiere müssen abbleiben, da hat man sogar ein PowerPoint gekriegt, solange wir die Konditionen nicht erleben, davor nicht, wie lange ist das, und als es notwendig, auch wenn Schüler da mit der Maske durchstehen, für mich ist das sitzen, für mich ist das nicht ganz nachvollziehbar, wenn das so wäre, dann so nicht, dann müssten hier auch die Fenster abstehen, weil wir sitzen hier den ganzen Tag. Wenn es also so medizinisch erklärbar ist, dass die Fenster immer müssen absehen, dass immer muss gelüftet gehen, dann, wenn ich die Message überall hingehen. Wie wäre zum Beispiel, wie gesagt, das Heim am Luftaustausch ist. Ich könnte lo weiterführen. Ich meine, das brauche ich, dass mich für einen Klosen der Trondre.de Corona schlecht vorbereitet wäre und das obwohl, und das wiederholen ich heute eigentlich, Madame Lena, dass das die letzte Woche gesagt hat, ein Szenario, wo sich den Ass mit dem die Regierung gerechnet hat. Dafür noch einmal als Förderung sucht von Schrift für klar, kohärent und transparent Regeln und auch für ein klar, kohärent und transparent Kommunikation. Da will ich einfach zur Nachhaltigkeit von unserem Educationssystem kommen. Und als Zeitgrund gehe ich auch just auf 6 Punkte an. Über den ersten, den fand ich als extrem, extrem wichtig, und das ist nämlich Bildungsscheuer zwischen sozialen, mit schwachen und mit reichen Familien. Weil zu einer nachhaltigen Education gehört, dass diese Mann, wie möglich es nicht geht, sie nur wie möglich bei ihnen nicht können. Das ist aber bei uns nicht der Fall. Wir sind Spitzenreiter hier an diesen großen Unterschieden. Und das Bildungsscheuer ist noch mehr als ein Eingang aufgrund von Corona. Wir hatten gefragt, für standardisierte Tester zu machen. Wir wirklich festzustellen, wo die Einzelkanner drüssen, wo es tappert, dafür dann gezielt schwerstellen, bei den Einzelkanner abzuschaffen. Das ist nicht geschieht. Wer das kommt, ein Summer School. Summer School hat sich auch gut. Ich frage mich just, wie viele von den Schülern, die tatsächlich hätten müssten an der Kur der Pre-Gohen, sind wirklich drinnen gegangen. Hier geht vieles schön geschwert, ich habe die richtigen Zahlen nicht. Ich habe nicht nur gefordert, in der Question parlamentäre, ich habe die Antwort noch nicht gekriegt. Ich sage just, hier muss gehandelt gehen. Und hier sollen die Enseignanten die Moyen kriegen, für gezielt das kann er alleine zu unterstützen, für ihnen in den Urlaub zu gehen. Zweiter Punkt. Der Mangel an Lehrpersonal. Trotz Corona dürfen wir dieses Problem nicht vergessen. Das Lehrpersonal, gut Lehrpersonal, aus den A und O von einer nachhaltigen Education. Bei der Premier meint, er hat die Education gerettet, wenn er mehr Posten an dem Budget setzt. Ist so, just so einfach geht nicht. Ein guter Enseigner kann nicht aus dem Stich schlagen. Es gibt Mängel, sonst wären da schon mehr da. Und ich wiederhole mich hier. Der Beruf muss mehr attraktiv gehen. Den administrativen Aufwand muss beim Minimum reduziert gehen. Da tun wir schon, ich meine, die letzte war in der Debatte, nein. Tun wir gesagt, tun wir gefördert. Was das geschieht? Den Enseignant muss sich können auf seine Care-Aufgabe, die Schule halten, konzentrieren, und er muss gleichzeitig zurückgestellt kriegen. Bei dem Minister in Odlo, solange wir in Doas ganz viel Gremien geschafft, und hat ganz viel spezialisiert Enseignant geschafft, die dann aber zu den Teil nicht mehr im Terrain sind, mehr fördern hier von all diesen Sachen in Evaluationsbildung. Weil für uns ist es klar, dass für uns alle mal wichtig, genug und gut Enseignant im Terrain beim Schulhalle zu haben. Mein dritter Punkt, die Ausbildung. Es bräuchte 350 Enseignants pro Jahr.
Dun jëlt an emmen 80 un. Hei as de Minister geführt, dat fir an allem Well an der Belsch eng Reform kënnt, a weil dann do d'Ausbildung nimi unbedingt de Plëtzebusch ziwer droo ass. An ich wëllt och noch iwwer d'Ausbildung gesëch diskutéieren, mi dat geht nit dëm mat der Zäit. Mi me haten iwwer d'lächt joch hei eng Motioun deposéiert, an die Motioun war och ugeholl ginn, Herr Präsident, wo mar gefrot hunn fir eng Analyse ze merken vun der bestehender Ausbildung a fir méiglech Adaptatiounen ze proposéieren. Ech hunn nach näicht, héieren an noch nach näicht gesinn vun der Analyse a vun denen Adaptatiounen, die solle proposéiert gisen. Herr Präsident, wann dat noch nit geschiet ass, da kënnt er vielleicht d'Regierung enker dun erinnern, dat wann eng Motioun eit ugeholl gëtt, dat dann d'Regierung och ebs mist liveren. Komm ich bei meinem feierten Punkt, Digitalisation. Extrem wichtig, gëtt scho gefördert an de Schulen, geht iwwer nit dëm, wir brauchen hei kohärenten Konzept. Wirklich ein Konzept von der Grundschule bis zur Premiere mit einem klaren Rodeföden. Der fünfte Punkt, Dialog, Kommunikation. An hei ass wirklich stets wichtig, wie die sich wie Rodeföden durch die Edukationspolitik zeigen, aber zwar nicht so, dass sie nicht funktionieren. Kommunikation und Dialog funktioniert nicht mit Terre, und das ist extrem, extrem schlecht für alle in diesem wichtigen Bereich. Und das sechstens, Nachhaltigkeit beim Lehren. Nachhaltig Lehren heißt aus sich, das ist zwar ein dummer Ausdruck, wie das heißt über Lehren für das Leben und nicht für die nächste Prüfung. Und dafür heißt es auch, dass man muss mit Verstand lehren. Und dafür muss ich noch die Methodik so aufpassen, dass man muss mit Verstand lehren. Weil es muss in dat, was die Lehrer kann, aufwenden. Muss ich können Probleme erkennen, und Probleme lesen, damit muss ich können kreativ damit umgehen. Weil wir brauchen uns innovativ, kreativ Leute an unserer Gesellschaft. Für als Industrie, für als Betrieber von Möhren. Es muss die Lehrer Verantwortung zu überhöhlen. Und für das fertig zu bringen, brauchen wir neben einem guten Allgemeinwissen wirklich viel Kompetenzen. Und die kann ich just durch die geeignet Methodik an der Schule fördern. Wir brauchen mehr fächerübergreifend schaffen, wir brauchen andere Evaluationsmethoden, wir brauchen eine Lehrplanentrümpelung, wir brauchen Programmanpassungen und so weiter. Und das ist eine große Chance, die muss aufgepackt werden. Ich weiß, dass mehr schwer wie Gremien schaffen. Mit das aber den Chance, den extrem wichtig ist für die Nachhaltigkeit vom Lehren. Herr Präsident, die Damen und Herren, Nachhaltigkeit heißt natürlich auch die ökologische Seite, Klima und Umwelt. Ziel also gesagt, der Premier hat sich gestern noch einmal wiederholt. Nur lange im Hinnern her, als wird letztes Jahr der Klimaplan dann noch auf, oder das Jahr wäre, auf Brüssel gegangen, das mittlerweile auch ein Klimagesetz. Aber das ist noch einmal nicht klar, wie die gesagten Ziele konkret sollen erreicht gehen. In deutlichen, nachvollziehbaren Weg das nicht direkt zu erkennen. Das ist aber das, was man bräuchte. Und dann, Herr Präsident, die EU fördert nach mehr Ersatz. Es wäre interessant zu wissen, was die Regierung dazu sieht, und noch, was die Regierung oder welche Regierung will es dort an Verhandlungen mit dem EU-Parlament zu gehen. Letztes Jahr hatten wir heute zweimal in Urlaub geholt, für sich die Regierung dazu zu drängen, dass sie sich selber Gedanken machen, wie kriege ich den Staatsapparat klimaneutral. Wir hatten eine Motion, wo wir für 2040 gefragt haben, dass sie konkret Mesuren ablöschen sollen, wie sie das können erreichen. Weil die war aufgelehnt, die nur gemeint, Ziel wäre nicht ambitiös genug, dann hätten wir als neuen Datum 2030 gesagt. Auch die ist aufgelehnt. Die ist von Rot, Blau, und eben auch von Grün refusiert. Da denke ich dann darum, Gilles, sind auch so großen Unterschied immer zwischen Ausspruch und Wirklichkeit. Also wenn er sich Ziele setzt, dann soll auch der Staat probieren, mit einem guten Beispiel vorzugehen. Und dann müsste auch der Staat fertig bringen, einen konkreten Plan aufzustellen, mit Maßnahmen, wie sie dahin kommt. Tatsache ist, und dadurch während der Corona-Krise, wir müssen den Klimawandel in den Griff kriegen. Und auch beim Klima geht es darum, für unsere Wirtschaftsfürstümme so umzutesten, dass wir sich unsere Energie und eben auch unsere Ressourcenverbrauch deutlich reduzieren und eben gleichzeitig die Lebensqualität von den Leuten groß machen. Und zu guter Letzt darf das ganz nicht auf Kosten von den nächsten Generationen gehen, und das heißt ja Nachhaltigkeit. Aber wenn ich den Marco Schank sehen werde,
die sagt, wir kriegen eine Klimapolitik, Klimaschutz, just an der Realität umgesetzt, wenn wir wirklich die Leute alle gehen mit an Klimaboot kriegen. Aber wenn es eine Positivpolitik ist, keine Verbotspolitik, kein Elitär, kein besserwisserisch Klimapolitik. Und der Marco hat recht, auch wenn er nicht da sitzt. Und dann haben wir eine Diskussion über CO2-Bepreisung. Der Claude hat schon andere Diskussionen zum Klimaplan gesucht. Wir sollen ja zu einer CO2-Bepreisung. Wir haben just drei Konditionen. Wir brauchen eine klare Zielsetzung, was soll es bringen. Nicht nur einfach mehr suchen an Käse. Zweitens, es muss mit diesem Steuersystem aufgestimmt sein. Es kann nicht einfach so eine zusätzliche Steuer sein. Aber wir brauchen einen sozialen Ausgleich. Hei gött lo von einem Kreditempo geschwärt und die Allokation de wie cher gött 10% geheischt. Das ist sich gut an Corona-Zeiten. Aber das war kein Ausgleich von dieser Steuer. Weil wenn ihr guckt, wen das Steuerjahr betrifft, für allem sind es eher die Leute, die in einem ländlichen Raum wohnen, die Leute, die vielleicht müssen auf Schichten arbeiten gehen, die Leute, die einen Lohnerin in Diesel- oder Benzinsauto haben. Das kann ja aus Ressourcengründen auch nicht Ziel sind, dass man die alle verschrotten. Das ist die Leute, die viele Kilometer müssen führen, sind eher die, die in Hause sich bestraft gehen, das keinen sozialen Ausgleich für die Dohen. Bräuchte man eher für die Dohen. Es darf nicht zu neuen sozialen Ungerechtigkeiten kommen. Wir müssen CO2-Emissionen konsequent reduzieren. Ja, der Weltklimarat ist auch ganz formell dabei. Und ihr seht, für die Pariser Ziele zu erreichen, seht ihr zwei Sachen. Ihr seht erstens, CO2-Emissionen stark reduzieren. Aber ihr seht einfach auch, und das muss sich wirklich ja durch den Kopf gehen lassen. Ihr seht, das geht nicht mehr durch. Längst durch das Reduzieren von CO2-Gasen oder von Treibhausgasen kriegen wir die Ziele nie erreicht. Und dafür seht ihr auch zweitens, brauchen wir nicht die konventionellen Klimaschutzmaßnahmen. Und ich betone, das müssen die wichtigsten. Wir brauchen auch unkonventionelle, wie zum Beispiel den Namen vom CO2 aus der Atmosphäre. Sie sagen, und wir waren auch, ich meine, letztes Jahr im Klimainstitut zu Potsdam, die UNESCO hat auch gesagt, nicht mehr, wenn wir beides machen, haben wir noch eine Chance, als Ziel zu erreichen. Auch zu Lützburg müssen wir also beides am Ende behalten. Auf jeden Fall den zweiten Teil auch bei der Forschung, wo sich pushen und da unterstützen. Ich gehe nicht hier auf den Detail an, aber ich werde die Aktualität zu diesem Sujet aufrufen, weil die Regierung hat, oder zumindest nicht, einer nicht von der Regierung in diesem Bereich hören. Dann, Herr Präsident, komme ich bei der Landwirtschaft. Auch hier haben wir in der Krise erkannt, wie wichtig das ist, wie systemrelevant das ist. Sie ist wichtig im Sinne vom Klimaschutz, aber sie ist aber auch wichtig im Sinne von der Produktion von gesunden Lebensmitteln. Weil Lebensmittelsicherheit ist für uns alle extrem wichtig. Da könnte ich noch daran erinnern, wie die Leute am Anfang oder wie die Konfinement noch nicht da waren, wie sie geduscht und die geschwind, wie sie den Hamsterkäf gemäht haben. Ich sage nicht, die Leute hatten recht, nicht wenn es den Hamsterkäf, sondern wenn es der Bedeutung von der Lebensmittelproduktion. Und dafür ist es extrem wichtig, dass man heute zu Lützburg eine nachhaltige Landwirtschaft, eine nachhaltige Lebensmittelproduktion, eine nachhaltige Lebensmittelverarbeitung erhalten. Behalten, und das geht nicht mehr, was auch rentabel ist. In dem Sinne hatte man letztes Jahr ein paar die Förderungen gestellt, auch Motionen aufstimmen gelassen. Ein paar die sind sogar ungeholt gehen. Ich weiß aber nicht, was geschieht das. Dafür bin ich echt froh, wie sieht es aus bei dem gratis Nachhaltigkeitscheck, Klimacheck, Monitoring von den Betrieben. Motionen werden ungeholt gehen. Genau das wäre wichtig, für die Betriebe matt auf den Weg zu halten. Zweitens, wie wird gesagt, die Regierung nicht viel für all die Investitionen an die Umwelt, an den Klimaschutz, aus dem betrieblichen Plafond herauszuholen und so den Urheiz zu erheben, für das zu machen. Wie gesagt, mit einer konkreten Umsetzung für all technische Maßnahmen, schaut gesagt, Big Data auf dem Acker aus, für die Emissionen zu reduzieren. All das Fragen könnte bei der Anpassung vom Agrargesetz geklärt gehen. Und dafür so eine Schei am Namen von der CSV ganz klar, wir brauchen eine anständig nachhaltige Anpassung vom Agrargesetz an nicht nehmen gepiddelt. Und zu Nachhaltigkeit gehört auch Prävisibilität, und auch da muss ich sagen, so ein Punkt der Klimaschutz, ist keine Prävisibilität da für die Landwirtschaft. Bauern, die Landwirtschaft, der ganze Sektor, weiß nicht, was die Regierung will, es hat für die Ziele zu erreichen. Das ist Gift
für e Betrieb. E Betrieb muss planen, also muss er endlich ein paar Karten auf den Tisch kommen. Und wir haben noch nicht gesagt, ja, sie sind gekommen, die sind noch extrem wichtig. Aber auch da wissen wir mal gerne, das kann nicht immer ein Pot daran sein. Da müsst ihr dann mal alle die Bilanz zugehen und geguckt sein, was sind Konsequenzen, die festgehalten sind, und was das auch draus geschieht. Ich erinnere mich noch ein paar, was hat euch, schiedfrei fördert mich, gemäß. Ist so nicht, ich meine, ich habe auch schon für die dickste Kreier gesagt, leider und junge Sozialisten mich noch nicht unterstützt, vielleicht machen sie das noch. Wir kriegen gemäß nicht mehr hin, wenn wir genug bezahlbar Wasser haben für das Land. Wenn ich nur halt, ich gehe der Landwirtschaft zu und dann muss ich den wichtigsten Produktionsfaktor auch hier nehmen und das ist der Boden. Der Boden ist der wichtigste Produktionsfaktor mit dem Druck, als extrem Heistrop durch, also Wüstung, durch Spekulation und eben auch durch Kompensationsmaßnahmen. Und ich erinnere mich just an Zone Agricole Protégé, die den aktuellen Landwirtschaftsminister mit dem demolischen Umweltminister, der Tisch der Romer Schneider, mit Marco Schank, wo sich an das Leben gerufen haben. Und wir fanden es wirklich extrem schön, dass das durch die Regierung gekippt ging. Aber vielleicht meint der Romer Schneider, eben nach, es wäre eine gute Idee, eine kann sich vielleicht durchsetzen. Herr Präsident, zur Nachhaltigkeit von unserer Nation gehört auch die Nachhaltigkeit von unserer Europapolitik. Und dazu gehört auch die Nachhaltigkeit bei der Finanzierung. Wir sind uns vollkommen bewusst, dass Europa auch mehr Eigenmittel braucht. Eine Position bei den letzten Worten heute so wäre klar. Ich würde mich über interessieren, was die Regierung respektive was die DP, die hat ja gemeint, CSV hat nicht immer dieselbe Meinung, ich kann just so, die DP ist nicht besser. Was die DP heute für eine Meinung hat. Weil als Europaparlamentarier, der Christoph Hansen und Isabel Wiesler, und gegen eine Finanztransaktionssteuer und gegen eine Digitalsteuer gestimmt, weil kein Verweis auf die OECD da war. Und ohne einheitlich die Vierge auf dem Niveau von der OECD schütten wir extrem unsere Konkurrenzfähigkeit. Und das ist für uns alle mehr an der Krise wichtig. Dafür freue ich mich, wie die Position von der Regierung, respektive von der DP, weil Madame Semedo als unsere Meinung hat also recht und hat gegen die Finanztransaktionssteuer, gegen die Digitaltax gestimmt, so wie sie noch vier gesehen hat. Denn Herr Görens, Herr Premier, hat über noch vier gestimmt. Also, vor einer Schei, wäre das Position von der Regierung, wäre das Position von der DP. Und dann, ich werde dann noch ein Antwort haben, will ich wohnen, so als CSV, Hummer, ein CO2-Importsteuer gefroht, für als Wirtschaft zu schützen. Das CO2-Importsteuer soll abgehoben gehen auf Importe, die im Prinzip innert, wesentlich minder strengen Emissionsoplagen produziert gesehen. Und auch hier, Herr Präsident, wird wichtig zu hören, wie die Meinung von der Regierung ist. Am November ist die außenpolitische Debatte, dafür werde ich hier nicht mehr führen für bei der Europapolitik. Ich will aber nur noch eins sagen, weil das an der Krise urgent ist. Als Grenze mit der Belgien, mit Deutschland, mit Frankreich, die müssen abbleiben. Wir können also nicht nachemolieren, dass wir Europa heute so machen. Und hier werden wir wirklich Präsenz an die richtigen Prioritäten vom Außenminister und auch vom Herrn Staatsminister. Herr Präsident, die Damen und Herren, der Premier sagt gestern zum Schluss, es ist also wichtig, nachmittags zu verzichten. Auf was sollen wir da verzichten? Auf Tatsachen, die ihn am Wohnungsbau schon vier Jahre annonciert hat. Auf eine Klimaschutzpolitik, die ihren Umfang verdient. Auf eine Steuerpolitik, die Land und Leute weiterbringt. Auf all diese Punkte haben wir es nämlich richtungsweisend annoncen erwartet. Wir verzichten dann einmal drauf, weil Antworten richtig richtungsweisend akut immer kennen. Herr Präsident, Zukunft ist keine Fatalität. Das ist nie eine Fatalität. Mit Zukunft, denke nur halt ich Zukunft, ist auch kein Automatismus, den einfach so könnt, ohne dass den App Store hier muss machen. Und dafür brauchen wir ein Leadership in der Politik, keine Politik vom Carpe Diem, vom Scheiweder, mit eng von der Nachhaltigkeit, vom Abweisen, von Perspektiven, eng von Planungssicherheit, eng von Solutionen. Und egal, ob man in Nachhaltigkeitsdreieck oder Feierreck und an der Mitte steht immer der Mensch. Der Mensch, seine Familie, seine zwischenmenschliche Relationen, das ist essentiell. Und noch einmal, Herr Präsident, die Damen und Herren, als CSV hören wir als Verantwortung. Wir werden noch weiter konstruktiv Proposen erbringen. Wir hoffen just,
dat d'Arroganz vun der Méiget net weider verhënnert, dat dës Proposen weiderhin ëmmer nëmmen an der Luich zerrapp ginn. Mé ginn d'Hoffnung, wie gesot, net op, a fir allem soen jewer defen d'Leit hir Hoffnung gerade lo an dëser Kris net op ginn, weil, wie gesot, Zukunft ass keng Fatalitéit, beet muss in der Zukunft entgéint gëwen. An net just op si werden, an ich so noch do, en Triple A, as dacks genannt ginn, Triple A jo, mir brechen sech och en Triple N fir Nohaltigkeet an en Triple M fir Mënschlichkeet, fir Wammer, wo sech zu summe mat de Leit eng Politik vun der Verantwortung machen, dann denklich könne man zu summen des Kris packen. Ich so nicht, merci. Merci vielmals, Madame Hansen. Nächsten der Premierminister Fred Furt. Merci, Herr Präsident, ich finde ein technisch vor. Ich habe geschmack gedient, dass ich nur Conseil Européen zu Brüssel hun. Ich weiß, dass die Italien-Nation ganz wichtig ist. Und da bin ich auch schon zu Brüssel Bescheid gesagt, dass ich an die Reunion Präparatoire nicht kann an der Mittelstunde dabei sein. Ich kriege nur just, wenn ich der Madame Hans noch gleich dazu nach Matt gedient, dass ob man es drei Reden von der CSV muss schwätzen. Können wir heute Abend nicht mehr lang siegieren, wie das ich aber nur kann, Herr Präsident, zu Brüssel uns Land vertreten und auch die Arbeit machen, die für uns, die Sujets, die da sind, die wichtig sind, auch können zu vertreten. Ich meine, dass es wichtig ist, dass sie in heute Abend dann nicht justifizieren, wenn ob man nur ob man so viel nach Renka sind, außer schon Garantie. Ich will nur, wie vom Respekt für der Chambre auch nämlich darauf antworten, ob die Positionen, die geholt sind. Und ich meine, da wird es vielleicht besser, dass sie in heute Abend dann Milan lang gehen, wie nur nicht an der Konzert. Und ich dass Madame Hanse gesagt hat, dass den den Etat de la Nation mehr wichtig wäre wie der Conseil Européen, der Konferenz des Präsidenten. Für mich ist, kann es nicht sein, dass in auch in den Ofen dann den einen oder den anderen vielleicht ein Engagement hat, dann noch ein paar alles aufbricht. Ich meine, dass an der Dignität von der Erbestimme, Herr Präsident, wäre es opportun, dass ich vielleicht heute Abend mit lang geht, auch sicher was Garantie haben, dass wir uns Land auch zu Brüssel vertreten sind, wenn da ein wichtiger Agenda im Ordre du jour steht, auch für uns Land. Merci, Herr Premierminister. Madame Hanse fragt direkt gut. Ja, merci, Herr Präsident. Wir hatten an der Konferenz der Präsidenten das hier genau so festgehalten. Wir haben auch gesagt, gehabt, weil der Herr Präsident hat uns viel gewarnt, dass er mit der Brüssel gehen. Wir haben just gesagt, der hat ein Datum festgehalten vom Etat der Nation, von dieser Debatte. Wir hatten sie auch schon am Juli gefragt. Wir haben sie nicht festgehalten. Und wir haben aufgemäht, wir machen die Eichtredner fertig, und wir fangen mehr Mäuen an. Wir haben auch dafür schon extra um 13:30 Uhr gefangen, wir fangen mehr Mäuen noch extra um Erdauer an. Für uns ist es, zumindest für alle Sprecher, dass es nicht, bitte melden, nicht den Abend nach dem zweiten anfängt. Ich will dann zur Kenntnis, Herr Präsident, dass es mehr wichtig ist, auf der Tele zu sein, wie zu Brüssel präsent zu sein. Der hat den Planning festgehalten. Der hat den Planning. Madame Hansen. Ich bin heute direkt umgeschwärt gehen und ich fand, dass du definitiv ein richtig Frechheit. Wir gehen den Abend bei RTL, wir unabhängig davon nach. Hätte mir gesagt, nein, weil auch mein Redner können schwätzen, aber nicht heißen. Wir auch unabhängig davon nach, wollen wir, und wir festgehalten, wir hören E-Redner durch, bei all Fraktionen, bei all Sensibilität Politik, und wir werden es dort unterhalten. Und wie gesagt, ich wiederhole nicht noch ein Kehr, wir haben eine andere Konferenz des Präsidenten so gesagt, und wir haben auch da festgehalten, dass der den Datum festgehalten hat von diesen Debatten, und den hat der auch könnten am Vierfeld ändern. Merci vielmals. Wir werden mal probieren, wie weit wir heute kommen. Und dann sind wir am Lauf vom der weiter. Also ich darf nur fortgehen und den honorablen Herr Baum. Ja. Den Herr Baum wird fort. Herr Präsident.